Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Bevor wir diesen Part jetzt hier anfangen, möchte ich noch kurz etwas sagen. Ich bin leicht erkältet, deswegen wundert euch nicht, warum meine Stimme sich hier etwas komisch anhört. Ich nehme jetzt besonders diesen einen Part hier auf, damit ich den auch noch gleich uploaden kann. Also wird gleich am selben Tag uploadet, dieser Part hier. Und ja, dann wollen wir einfach mal losgehen, würde ich sagen. Mal. So. Ein Ether-Muffin, sehr schön. Wir wollten ja zurück zu der Corporation, beziehungsweise zu dem Defon-Typen hier und ihm seine Waren überbringen. Oh, und? Wie sieht's aus? Wie viel Defon war? Du hast es geschafft. Du hast es zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Zu gnädig. Wirklich nur zu gnädig. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Na klar doch. Dies ist die zweite Etage der Devil Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast. Darf ich dich bitten, es zur Werft in Rapport City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es in die erneut in die Hände fallen würde. Kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Ach, fällt mir ein, würdest du mich einen Moment entschuldigen? Also er hat mir jetzt um was einen weiteren Rat gebeten und ich habe nicht mal ja oder nein gesagt, also ich habe eigentlich keinen Bock, das euch zu bringen. Ah, mach uns das lieber. Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Nein! Ich will nicht zu den Pädophilen. Bitte hier entlang. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich musste etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Rapport City bringen willst. Könntest du bitte auf dem Weg nicht auch in Fausterhafen Halt machen und treu in Fausterhafen einen Brief von mir überbringen? Brief erhalten? Aber na, gerne doch. Habe ich ein PN auf dem Rücken für persönlicher Neger oder was ich, oder ein S für Sam, hä? Mein Gott. Nun, du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne einen Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies Geschenk geben. Oder schenken. Ein Pokénav. Dieses Gerät. Es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz ein Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Hoenn. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Fausterhafen und Grappiport City liegen. Ich habe übrigens gehört, dass zwei fiese Kriminelle Magma und Aqua heißen. Sie, glaube ich, überall nur Ärger bereiten. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Danke. Das Mindeste, Junge. Nun, Erik, sei vorsichtig und pass auf dich auf. Tschaußen. So, dann machen wir uns auf den Weg wieder zurück in Richtung Blütenbox City, denn dort... Warte mal, erstmal brabbeln wir den hier voll. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Versehen wieder zum Leben erwecken kann. Und es klappt. Ja, wunderbar. Das heißt, wenn wir jetzt ein Fossil entdecken, in der Wüste oder so, dann können wir uns das gerne schnappen. Alter. So. Oh. Okay, den hätten wir nicht ansprechen brauchen. Der kommt sowieso. Ich habe eine super, wie den Pokénamen entwickelt. Und es funktioniert großartig. Sagst du mir mal deinen Pokénamen, Erik? Wenn du von unserem Präsidenten herkommst. Bastel, bastel. Ich bitte schön, Erik, ich habe einen Pokémon mit sogenannten Trainerruf ausgestattet. Oh ne, so eine Scheiße, ey. Jetzt ruft mich jeder x-beliebige Typ an, Mister. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein. Da kannst du mit ihnen reden. Du sollst auch unseren Präsidenten Trump eingetragen, Erik. Probier es mal aus. Ruf unseren Präsidenten an. Ich will ihn gerade noch einen Pokénav. Trainerruf. Darum Präsidenten hier bis Trump. Oh, Erik, da du mich erreicht hast, scheint der Pokénav zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Gut, gut, mach dein glückliches Gesicht. Hm? Woher ich das weiß? Scheiße. Wir werden gestalkt. Oh mein Gott. Da war ich am Fenster stehe und mit dir unterschaue. Bis bald mal. Mach's gut. Ciao. So. I wanna be back. So. Okay. So, jetzt muss ich aber wieder weiterarbeiten. Pass auf dich auf, Erik. Ciao. Mach's gut, Junge. So, ups, nein, ich will da nicht gegen rennen. So.
Oh, da ist Maike. Hallo, Maike. Oh, Herr Erik! Der Pokédex versetzt die Trainerruffunktion. Wir tragen uns gegenseitig ein. So bleiben wir in Kontakt. Scheiße, ich die auch noch am Hals, ey, ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock, ja. Ach, übrigens, ich habe Mr. Brack im Blütenburg Wald gesehen. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Wie geht es mit deinem Pokémon, Alex, voran? Meiner sieht schon ganz anständig aus. Daher, wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Natürlich, komm an, ja. Du bist gerade erst Trainer geworden. Ja, ja, leck am Arsch hier. Let's battle versus Michael. Ich würde sagen, ich lasse mal die hohen Stimmen ein bisschen aus. Die tiefen Stimmen kann ich reden, aber die hohen Stimmen sind ein bisschen schlecht für meine Stimme, würde ich sagen. Let's go, Punchy! Make it down, 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 city girl down. Ach, geht dann nicht, scheiße. Ah, ich bin so dumm. Fuck it, bitch! Scheiße, jetzt war er verwirrt. Tackle, come on. Punchy. Jawohl! Jawollo! Einkommen, Einkommen. Einkommen noch, komm, 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 komm. Punchy, Tackle! Come on! Ja, verdammt. Ah, scheiße. Flügelschlag, what the fuck? Ah, das will ich so allzu schwer sein. Komm, Punchy. Let's go! Yes, jawohl. Okay. So bad. Nochmal, hier, nicht mehr verwirrt, sehr gut. Und jetzt, der finale Schlag. Bams! 170 Erfahrungspunkte, sehr gut. Und Arbor. Nö. Sorry. Oh, Lampschuss. Voll in die Fresse gespritzt. Oh, nicht sehr effektiv, egal. Trotzdem, der Initiative Wert ist runter. Ist sehr gut. Ach, Silberblick, hallo. Verarschen oder was? Ja, hier erstmal Verteidigung senken und dann hier einen auf Mr. Superman machen. Ja, kannst vergessen. Schluck hier ab. Nee, ja, scheiße. Achso, aber verdammt, 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 verdammt. Scheiße. Fuck it. Er lässt so gute Attacken gegen ihn, scheiße. Fuck. Scheiße, ich überleg gerade. Ah ne, wir sind down. Wir sind down. Fuck, fuck, fuck. Ganz, ganz schnell. Nein, 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 nein. Pokémon. Ja, verdammt. Schwabini, komm. Oh Gott, wir werden so sterben. Rabel. Ah, wieso ist das viel schneller, Alter? Das geht doch gar nicht. So behindert. So behindert. Ich spreche nie wieder an, die olle Schlampe, die. Michael is a bitch, ja. Ja, genau. Sie weiß gar nichts ab, ich wusste es. Beute, ihr Trank. Ah. Dann benutzen wir mal hier Schaloko, damit er sich Punch ein bisschen erholen kann oder auch nicht. Ah, das ist gar nichts ab. Hm? Plus 8 KP. Ist ja kein Problem, ne? Trank, Trank, Trank. So. Noch einen letzten Trank. Auf Punchy und dann dürfte er wieder hier fit sein, zack. Let's go. Punchy, komm. Jetzt hier, mach hier ein bisschen Dampf hier. Checke. Fuck it. Fuck it, Junge. Fuck it. Leck mich. Scheiße, Mann. Ja, genau. Ziehen wir auch die Hälfte von meinem Leben ab. Nur schon. Jawohl! Scheiße, ey. Weil es auch immer Panne Absorber einsetzt, das ist richtig scheiße. Egal, komm, Punchy. Hau noch letzten raus. Ah, ich bin down. Punchy ist down. Jo, schade.
Ah, fuck, hat immer noch halt eine Hälfte. Ah, wir sind mal als nächstes raus. Pfiffchen oder so. Ja. Müssen wir ja bloß. Jetzt haben wir noch Pfiffchen und den Kader. Soweit ich weiß, haben wir noch keine Beleber. Die wird es auch hier noch nie wiedergeben, beziehungsweise nie geben. In dieser kleinen Stadt hier. Ey, das ist doch. Und unbedingt ein gutes Pokémon. Ja, du kriegst ja aber keine Feuer-Pokémon, das ist ja die Scheiße. Kader. Gut sogar. Diese Verteidigung senken, genau, damit ich schön zuschlagen kann, das fix wie ich. Scheiß Vieh, Alter. What the fuck? Okay. Obwohl. Ah. Vielleicht wetten ja zweimal Silberblick einsetzen. Jetzt kommt hier gleich nochmal der atomare Schlag mit Absorber, wisst ihr? Und dann zieht er den ganzen Leben ab, ja. Ah, ich wusste, ich hab doch gewusst, das ist so ein geritztes Viech, Alter. Das geht ja nicht. Dumme scheiß Viech. Kann eigentlich nicht wahr sein. Naja, lecken wir am Arsch. So, wir wachen wieder auf hier. Ja, zurück. Da. Ah, das ist durch. Leck mich, red nie wieder mit dir. Wir jetzt erstmal hier in Richtung Blütenburg, Wald. Ah, da ist man. Können wir ja einsetzen. Jawohl. X-Treffer, sehr geil. Mal schön verscherbeln für ein paar 200 Münzen oder so. So, machen wir es hier noch durch. Kann man hier schönes. Jetzt gehen wir wieder in den dunklen Blütenburgwald. Ganz langsam schleichen wir uns durch das Gras und es greift uns ein Wampel. Level 6. Dip. Down. Down, set. 28. Hot, hot. Zack. EP ist auch gleich voll hier. Jawohl, Mini-Pilz. So. Tachchen, Fräulein. Oh, hübsch, das ist der Orden der Arena in Meteor City. Du siehst wie ein Trainer aus. Dann musst du diese Seite einfach ausprobieren. Wundersaat halten. Sehr schön. Das ist Wunder. Ja, den kann man Arsch. Lack mich! Okay, da drüben mal gucken. Superball, jawohl. Ja, ich weiß noch, dass Punchin Level Up hat und diesen kleinen Pokéball, der da eben gerade sich noch gesehen habe, den will ich noch haben und dann beende ich natürlich auch schon den Part. Er neigt sich langsam dem Ende zu. Tackle. Down. Set 28 hat. So. Zack. 19. Wunderbar. So. Durch. Zack. X-Angriff. Da konnte ich mal so rausschleichen. Ja, boah, ja, ist in Ordnung. Jetzt flüchte ich aber, weil es ein männliches Wampel ist und das hat mal Leben. Es muss ja noch Nachkommen zeugen, ne? Flucht, zack, das ist Leben. So, ziehe ich ein bisschen den Part, ist nicht schlimm. Ach, was, ein bisschen, ja, gar nichts. So, angekommen in an der Hütte von Mr. Brack. Und damit bedanke mich auch schon fürs Zusehen, beende diesen Part damit. Sage bis zum nächsten Part und natürlich auch noch schönen Tag und hast dich gesehen und dann tschaußen.